selben Augenblick, in welchem er diese Worte sprach und an dem der Rote seine Umdrehung erst halb bewerkstelligt hatte und also keinen festen Halt besaß, bückte er sich schnell nieder, riss dadurch seinen Gegner empor und zog die Schleife auf. Der Lasso gab nach. Der Rote griff mit den Händen in die Luft und machte über Jammys Kopf einen ganz regelrechten Purzelbaum auf die Erde nieder, wobei ihm sein Messer entfiel. Wie der Blitz, so schnell kniete der Dicke auf ihm, fasste ihn mit der Linken bei der Kehle und setzte ihm mit der Rechten das Messer auf die Herzgegend. Vielleicht hatte der große Fuß die Absicht gehegt, sich um keinen Preis zu ergeben, sondern sich in jedem Falle zu wehren, aber der Purzelbaum hatte ihn so verblüfft und die Augen des Dicken funkelten so nah und drohend vor seinem Gesichte, dass er es für das Beste hielt, bewegungslos liegen zu bleiben. Und da richtete Jemmy seinen Blick auf den Häuptling und fragte: »Gibst du zu, dass er verloren hat?« »Nein«, antwortete der Gefragte, indem er herbeitrat. »Warum nicht?« erkundigte sich sofort Old Shatterhand, indem er auch herbeikam. »Er ist nicht besiegt. Ich behaupte das Gegenteil, er ist besiegt. Das ist nicht wahr, denn der Lasso ist geöffnet. Daran ist der große Fuß selbst schuld, denn er hat sich umgedreht und dabei den Riemen aufgesprengt. Das hat niemand gesehen, lass ihn los, er ist unbesiegt und der Kampf hat von neuem zu beginnen.« »Nein, Jemmy, lass ihn nicht los«, gebot der Jäger. »Sobald ich es dir befehle, erstichst du ihn oder sobald er es wagt, sich zu bewegen.« Da richtete sich der Häuptling stolz auf und fragte: »Wer hat hier zu befehlen, du oder ich?« »Du und ich, wir beide. Wer sagt das? Ich sage es. Du bist der Häuptling der Deinen und ich bin der Anführer der Meinen. Du und ich, wir beide, sind einen Vertrag über die Bedingungen des Kampfes eingegangen. Wer diese Bedingungen nicht achtet, der hat den Vertrag gebrochen und ist ein Lügner und Betrüger. Du, du, wagst so zu mir zu sprechen? Vor diesen vielen roten Kriegern? Das ist kein Wagnis. Ich sage die Wahrheit und verlange Treue und Ehrlichkeit. Wenn ich nicht mehr sprechen darf, nun wohl, so wird das Gewehr des Todes reden.« Er hatte den Kolben seines Stutzens an der Erde gehabt. Jetzt nahm er ihn in sehr demonstrativer Weise empor. »So sag, was du denn wünschest«, fragte der Häuptling, bedeutend kleinlauter. »Du gibst zu, dass diese beiden kämpfen sollten, mit dem Rücken gegeneinander stehen.« »Ja.« »Der große Fuß aber hat den Lasso gelüftet und sich umgedreht. Ist das richtig? Du musst es gesehen haben.« »Ja«, gestand der Häuptling zögernd. »Ferner sollte derjenige sterben, den der andere unter sich zu liegen bekommen würde. Erinnerst du dich der Bedingung?« »Ich kenne sie.« »Nun, wer liegt unten?« »Der große Fuß.« »Wer ist also der Besiegte?« »Er«, antwortete der Häuptling gezwungenermaßen, da Old Shatterhand den Stutzen so hielt, dass ihm die Mündung des Laufes fast die Brust berührte. »Hast du etwas dagegen zu bemerken?« Bei diesen Worten traf aus dem Auge des berühmten Jägers den Häuptling ein so großer, überwältigender Blick, dass er trotz seiner Riesengestalt sich klein fühlte und die erwartete Antwort gab. »Nein, der Besiegte gehört dem Sieger, sage diesem, dass er ihn erstechen kann. Das brauche ich ihm nicht erst zu sagen, denn er weiß es schon, aber er wird es nicht tun. Will er ihm etwa auch das Leben schenken?« »Darüber werden wir später entscheiden. Bis dahin mag der große Fisch mit demselben Lasso gebunden werden, von welchem er sich losmachen wollte. Warum ihn binden? Er wird euch nicht entfliehen. Haftest du mir dafür?« »Ja.« »Womit?« »Mit meinem ganzen Eigentum. Das genügt, er mag gehen, wohin er will, soll aber am Schlusse der noch bevorstehenden zwei Einzelkämpfe zu seinem Sieger zurückkehren.« Jetzt stand Jemmy wieder auf und legte seine Kleider an. Auch der große Fuß sprang empor und machte sich durch den Kreis der roten Bahn, welche nicht wussten, ob sie ihm Verachtung zeigen sollten oder nicht. Diese Utas hatten überhaupt wohl noch nie erlebt, dass ein sich nicht einmal im Besitze der vollen Freiheit befindlicher Weiße in der Art wie dieser Old Shatterhand mit ihnen und ihrem Häuptlinge umgesprungen war. Er befand sich in ihrer Gewalt und doch getrauten sie sich nicht, ihm die Erfüllung dessen, was er begehrte, zu versagen. Das war die Macht seiner Persönlichkeit und die Wirkung des Nimbus, mit welchem die Geschichte und Sage ihn umgeben hatte. Der Häuptling war jedenfalls darüber ergrimmt, dass bereits zwei seiner besten Krieger besiegt waren, und zwar von Gegnern, denen sie weit, weit überlegen geschienen hatten. Jetzt fiel sein Blick auf den Hobblefrank,
und seine Stimmung wurde sofort eine bessere. Dieser kleine Kerl war ganz unmöglich imstande, den springenden Hirschen einzuholen. Hier wenigstens war den Roten der Sieg gewiss. Er winkte den springenden Hirsch herbei, führte ihn zu Old Shatterhand und sagte: »Dieser Krieger besitzt die Schnelligkeit des Windes und ist noch von keinem anderen Läufer übertroffen worden. Willst du deinem Gefährten nicht raten, dass er sich lieber ohne Kampf ergeben soll?« »Nein, er würde schnell sterben, ohne Schande auf sich geladen zu haben.« »Ist es nicht die allergrößte Schande, sich ohne Kampf zu ergeben? Hast du den roten Fisch nicht auch für unüberwindlich gehalten? Und sagte der große Fuß nicht, dass er seinen Gegner, die Kröte, in wenigen Minuten erdrücken und zermalmen werde? Meinst du, der springende Hirsch werde glücklicher sein als sie, welche so stolz begannen und so still und bescheiden endeten und sich davonschlichen?« »Uff«, rief der springende Hirsch, »ich laufe mit dem Reh um die Wette.« Old Shatterhand betrachtete ihn jetzt genau. Ja, er hatte den Bau eines guten Läufers und seine Beine waren gewiss geeignet, ohne zu ermüden, große Strecken zurückzulegen. Aber die Menge seines Gehirnes schien nicht mit der Länge der Beine im Einklang zu stehen. Er hatte ein wahres Affengesicht, aber ohne dass von der Klugheit dieser Tiere ein Zeichen auf demselben zu entdecken gewesen wäre. Der Hobbelfrank hatte sich auch genähert und den Hirschen betrachtet. »Was hältst du von ihm?« fragte ihn Old Shatterhand. »Das ist der leibhaftige, dumme Junge von Meißen, wie er vor den Fektaugen steht und die Brühe nicht finden kann«, antwortete der Kleine. »Denkst du, es mit ihm aufnehmen zu können? Was seine Beine betrifft, so ist er mir dreimal über, aber was den Kopf betrifft, so hoffe ich ihm wenigstens nicht unter zu sein. Wollen erst erfahren suchen, auf welcher Strecke wir laufen sollen. Vielleicht laufe ich mit dem Kopf besser und schneller als er mit der Beine.« Old Shatterhand wendete sich also wieder zu dem Häuptlinge. »Ist es schon beschlossen, wo der Lauf um das Leben stattzufinden hat?« »Ja, komm, ich werde es dir zeigen.« Old Shatterhand und der Hobbelfrank folgten ihm aus dem Kreise der Indianer hinaus. Der springende Hirsch blieb zurück. Ihm war das Ziel bereits genannt worden. Der Häuptling zeigte nach Süden und sagte: »Siehst du den Baum, welcher auf dem halben Wege zwischen hier und dem Walde steht?« »Ja.« »Bis zu ihm soll gelaufen werden. Wer dreimal um ihn herumgeht und dann zuerst zurückkehrt, ist der Sieger.« Der Hobbelfrank maß die Entfernung mit den Augen und auch das ganze fernere südwärts gelegene Terrain und meinte dann in englischer Sprache, welche er bekanntlich weit reiner sprach als das Deutsche: »Aber ich hoffe, dass Ehrlichkeit zwischen beiden Teilen vorhanden ist.« »Willst du sagen, dass du uns Unehrlichkeit zutraust?« fragte der Häuptling scharf. »Ja. Soll ich dich niederschlagen? Versuche es. Die Kugel meines Revolvers werde schneller sein als deine Hand.« »Hat sich vorhin nicht der große Fuß umgedreht, obgleich es verboten war? Ist das ehrlich gehandelt?« »Es war nicht unehrlich, sondern listig.« »Ah, und solche Listen sollen erlaubt sein?« Der Häuptling besann sich, sagte er: »Ja.« So war damit das Verhalten des großen Fußes verteidigt. Und vielleicht gab es jetzt für den springenden Hirschen auch eine Veranlassung, zur List zu greifen. Diese Weißen leisteten weit mehr, als man ihnen zugetraut hatte. Vielleicht war der kleine Kerl hier auch ein guter Läufer. Da erschien es wohl geraten, seinem roten Gegner eine Zuflucht offen zu halten. Darum antwortete er: »List ist kein Betrug, warum soll sie verboten sein?« »Kann sie denn auch von der Erfüllung der Bedingungen entbinden?« »Nein, denn diesen muss genau nachgekommen werden.« »Dann erkläre ich mich einverstanden und bin bereit, den Lauf zu beginnen.« »Von welchem Punkte aus?« »Ich werde eine Lanze in die Erde stoßen, wo sich der Anfangs- und auch der Endpunkt des Laufes befinden soll.« Entfernte sich für kurze Zeit, sodass die Weißen allein standen. »Dir ist wohl ein Gedanke gekommen?« fragte Old Shatterhand. »Ja, sehen Sie es mir an? Allerdings, denn du lachst so still vergnügt vor dich hin. Es ist auch ganz zum Lachen. Dieser Häuptling hat mir mit seiner List schaden wollen und mir ganz im Gegenteile den größten Dienst erwiesen.« »Wieso?« »Das sollen Sie gleich hören. Was für ein Baum ist das wohl, um den wir dreimal herumtanzen sollen?« »Es scheint eine Buche zu sein. Und sehen Sie mal weiter nach links, da steht auch ein Baum, aber fast zweimal so weit. Was ist das für einer?« »Eine Fichte.« »Schön. Und wohin also sollen wir laufen?« »Nach der Buche.« »Ich werde aber gerade nach der Fichte rennen. Bist du toll?« »Nee,
Ich laufe eben mit dem Kopfe nach der Buche, mit den Füßen aber nach der Fichte, obgleich es dorthin doppelt so weit ist. Aber zu welchem Zwecke? Das werden Sie dann sehen und sich darüber freuen. Ich glaube, dass ich mich in meinen Erwartungen nicht täusche. Wenn ich diesem springenden Hirsche in die vordere Garnitur schaue, so scheint mir ein Irrtum gar nicht möglich zu sein. Sei vorsichtig, Frank, es handelt sich um das Leben. Na, wenn es nur bloß ums Leben handelt, so brauchte ich mich gar nicht erst anzustrengen. Wenn ich besiegt würde, so bliebe ich dennoch leben. Der große Fuß hat zu sterben und den Häuptling werden sie auch zu Boden bringen. Gegen diese Bede könnte ich ja ausgelöst werden. Also um mein Leben ist es mir gar nicht bange. Aber es handelt sich um die Ehre und die Reputation. Soll denn später in der Geschichte des vierten Viertels des 19. Jahrhunderts zu lesen sein, dass ich, der Hobbelfrank aus Moritzburg, von so einem indianischen Merino-Gesichte übersprungen worden bin? Das lasche ich mir nicht nachsage. Aber so erkläre mir wenigstens deine Absicht. Vielleicht kann ich dir einen guten Rat erteilen. Danke, ergebens, den Rat habe ich mir schon selbst gegeben und will meine Erfindung noch selber ausbeuten. Nur sagen Sie mir eins, was heißt Fichte in der Uttersprache? O Womp. O Womp, sonderbarer Name. Und wie würde der kurze Satz heißen nach jener Fichte? Inch O Womp. Das ist ja noch kürzer, zwei Worte bloß. Die werde ich nicht vergessen. Was hat denn dieses Inch O Womp mit deinem Plane zu tun? Es ist der Leuchtstern für meinen Dauerlauf. Aber stille jetzt, der Häuptling kommt. Der große Wolf kam wieder, er steckte eine Lanze in den weichen Grasboden und erklärte, dass der Todeslauf jetzt beginnen werde. In welcher Kleidung, fragte ihn der Hobbelfrank, wie es euch beliebt. Frank entledigte sich aller Kleidungsstücke bis auf die Hosen. Der springende Hirsch trug jetzt nur einen Lederschurz. Er blickte auf seinen Gegner mit einem Gesichte, welches Verachtung ausdrücken sollte, aber das Ebenbild der göttlichsten Borniertheit war. »Frank, gib dir Mühe«, meinte Jemmy, »denke daran, dass Davy und ich gesiegt haben.« »Weine nur nicht«, tröstete der kleine Wenze, »noch nicht wissen solltest, ob ich Beine habe oder nicht, so wirst du sie jetzt protuberanzieren sehen.« Da klatschte der Häuptling in die Hände. Einen schrillen Schrei ausstoßend flog der springende Hirsch davon, der kleine Frank hinter ihm her. Die Bewohner des ganzen Lagers waren wieder versammelt, um den Wettlauf anzusehen. Ihrer Ansicht nach war es schon jetzt, nach 3-4 Sekunden gewiss, wer der Sieger sein werde. Der Hirsch war seinem Gegner schon weit voraus und gewann mit jedem weiteren Schritte größeren Vorsprung. Die Roten jubelten. Es wäre Wahnsinn gewesen zu behaupten, dass der Weiße den Roten noch ein- oder gar überholen könne. Geradezu wunderbar war es, wie der Kleine seine Beinchen warf. Man sah sie fast nicht, so schnell bewegten sie sich, und doch hatte es wenigstens für den genauen Beobachter den Anschein, als ob er noch nicht alles leiste, sondern noch rascher laufen könne, wenn er wolle. Da wurden die Indianer unruhig. Sie ließen einzelne Ausrufe des Hohnes, der Schadenfreude hören. Sie lachten und glaubten wirklich, alle Veranlassung dazu zu haben. Der Grund war folgender. Die Buche stand in schnurgerader Richtung von dem Lager aus mitten in der Prärie, wohl nicht ganz 3000 Fuß entfernt. Links von ihr, aber wenigstens 2000 Fuß weiter, stand die erwähnte Fichte. Und jetzt, da die beiden Läufer sich in dazu genügender Entfernung befanden, sah man deutlich, dass der Kleine sich nicht die Buche, sondern die Fichte zum Ziele genommen hatte. Er rannte, was die Beinchen nur hergeben wollten, auf sie zu. Das war freilich so lächerlich, dass den Indianern ihre Heiterkeit verziehen werden konnte. »Dein Gefährte hat mich falsch verstanden«, rief der Häuptling Old Shatterhand hinzu. »Nein, aber er rennt ja nach der Fichte. Allerdings, so wird der springende Hirsch mit doppelter Schnelligkeit siegen. Nein, nein?« fragte der große Wolf erstaunt. »Es ist eine List, und du hast sie ihm selbst erlaubt. Uff, uff, jawohl, und uff, uff«, riefen auch die anderen Roten, als der Häuptling ihnen die Worte Old Shatterhands erklärte. Ihr Gelächter verstummte und ihre Spannung verdoppelte, nein, verzehnfachte sich. In kurzer Zeit hatte der Hirsch die Buche erreicht, er musste sie dreimal umkreisen. Schon beim ersten Male sah er zurückblickend seinen Gegner in ganz anderer Richtung, wenn auch nur 300 Schritte entfernt. Er blieb ganz betroffen stehen und starrte den Moritzburger erstaunt an. Da sah man vom Lager aus, dass der Kleine den Arm nach der noch so fernen Fichte ausstreckte,
aber man konnte nicht hören, was er dabei sagte. Inch o Womp, Inch o Womp, nach jener Fichte, rief er nämlich dem Roten zu. Dieser besann sich, ob er richtig gehört habe. Seine Gedanken reichten nicht weiter als zu der Erklärung, dass er den Häuptling falsch verstanden habe und dass nicht die Buche, sondern die Fichte das Halbziel des Wettlaufes sei. Schon war der Kleine viel weiter fort, da galt kein Bedenken und kein Zögern, es ging ja ums Leben. Der Rote verließ die Buche und eilte weiter auf die Fichte zu. In wenigen Augenblicken schoss er von Weitem an dem Gegner vorüber und flog, ohne sich noch einmal umzusehen, seinem zweiten Ziel entgegen. Das verursachte eine gewaltige Aufregung unter den Roten. Sie heulten und lärmten, als ob das Leben aller auf dem Spiele stehe. Desto größer war die Freude der Weißgesichter und namentlich des dicken Jemmy, welche den Geniestreich ihres Kameraden so vortrefflich glücken sahen. Dieser wendete, sobald der springende Hirsch an ihm vorüber war, um und rannte auf die Buche zu. Dort angekommen, ging er 3, 4, 5 Mal um den Stamm herum und trat dann in größter Eile den Rückweg an. 4, 5 Teile desselben legte er in scharfem Trabe zurück, dann blieb er halten, um sich nach der Fichte umzusehen. Dort stand der springende Hirsch ganz unbeweglich. Natürlich konnte man weder die Hände und Arme noch das Gesicht desselben erkennen, aber es war deutlich zu sehen, dass er starr wie eine Bildsäule dastand. Er wusste nicht, woran er war, und sein Geist war nicht scharf genug zu erraten, wie glorreich er genasführt worden war. Der Hobelfrank fühlte sich im höchsten Grade befriedigt und legte die übrige Strecke seines Weges in gemütlichem Gange zurück. Die Indianer empfingen ihn mit finsteren Blicken. Er aber machte sich nichts daraus, trat zu dem Häuptling, schlug ihm auf die Schulter und fragte: »Nun, altes Haus, wer hat gesiegt?« »Wer die Bedingung erfüllt hat«, antwortete der Rote grimmig. »Das bin ich. Du?« »Ja, bin ich nicht an der Buche gewesen? Ich saß. Und zuerst wieder hier?« »Ja.« »Bin ich nicht 5-mal statt nur 3-mal um den Baum gegangen? Warum 2-mal mehr?« »Aus reiner Liebe zu dem springenden Hirschen. Als er einmal herum war, rannte er fort und ich habe ihn für das Fehlende nachgeholt, damit die Buche sich nicht über ihn beklagen kann.« »Warum verließ er sie, um nach der Fichte zu gehen? Ich wollte ihn fragen, aber rannte so schnell an mir vorüber, dass ich gar keine Zeit fand. Wenn er kommt, wird er es dir vielleicht sagen.« »Warum ranntest auch du erst nach der Fichte?« »Weil ich glaubte, es sei eine Tanne. Old Shatterhand hatte den Baum eine Fichte genannt, und so wollte ich wissen, wer recht hatte.« »Warum bist du umgekehrt und nicht vollends hingegangen?« »Weil der springende Hirsch hinging. Von ihm kann ich es hinterher genauso gut erfahren, wer sich geirrt hat, ob ich oder ob Old Shatterhand.« Er sagte das alles im ruhigsten und unbefangensten Tone, den es geben kann. Im Inneren des Häuptlings kochte es. Seine Worte kamen fast zischend über die Lippen, als er fragte: »Hast du etwa den springenden Hirschen betrogen?« »Betrogen? Soll ich dich niederschlagen?« fuhr der Kleine scheinbar zornig auf, indem er sich der eigenen früheren Worte des Häuptlings bediente. »Oder hast du eine List angewendet?« »List? Wozu hätte die dienen sollen?« »Um den Hirschen nach der Fichte zu senden.« »Das wäre eine schlechte List, deren ich mich schämen müsste. Ein Mensch, welcher um sein Leben läuft, lässt sich nicht vom Ziele aus noch so viel weiterschicken. Wenn er das täte, so hätte er kein Gehirn, und diejenigen, zu denen er gehört, müssten sich schämen, ihn nicht besser geübt und erzogen zu haben. Nur ein Tor würde einen solchen Menschen mit einem Weißen um das Leben kämpfen lassen. Ich kann dich und deine Vermutungen nicht begreifen, da du durch dieselben deine eigene Ehre beleidigst.«